keine schöne Reihe, wissen Sie, die Kurzen haben einen Vorteil, weil Frauen, sie sind handlich. Ja, wie gesagt, die Kurzen und Scholatur haben einen Vorteil, sie sind handlich. Ne? Also man kann leicht damit umgehen. Ich bewundere Sie sowieso, Sie haben wirklich sehr viele schöne Frauen eingeladen und dazu noch Männer. Ich muss, wenn ich über Peter Scholatur spreche, der wirklich eine Ausnahmefigur in der Bundesrepublik Deutschland aus vielen Gründen ist, ich werde das dann versuchen kurz zu begründen, werde ich sagen, dass wir schon mal ein sehr intensives Gespräch hatten im Deutschen Theater. Er war mein Gast, weil ich dort als Moderator oder Gastgeber auftrete und war sehr erstaunt, mich in einer Art kennenzulernen, wie man mich normalerweise nicht kennt. Er hat die ganze Zeit gesprochen, ich habe nur Fragen gestellt. Das ist normalerweise überhaupt nicht mein Stil. Aber am Deutschen Theater mache ich das so, und zwar, weil ich wirklich an dem Leben der betreffenden Person interessiert bin. Und das ist für mich etwas Wichtiges. Ich muss ja über Englisch sprechen, aber das will ich doch kurz sagen, weil ich drei Berufe habe. Ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt und ich bin Publizist und Moderator. Und das Letztere mache ich, um nicht so völlig einseitig zu werden. Also bei dem Anwalt ist Folgendes wichtig. Ich weiß, was der Bundestag für Gesetze beschließt und ich weiß, was die Justiz daraus macht. Wenn ich nicht Anwalt wäre, wüsste ich Letzteres gar nicht. Dann würde ich immer denken, wir machen wirklich das, was beschlossen worden ist. Das hat natürlich nichts damit zu tun. Als Moderator lerne ich das Leben anderer Leute kennen und deshalb weiß ich, dass die Bundestagsdrucksachen doch nicht das Leben widerspiegeln. Wenn ich das nicht machte, würde ich das glauben. Und dann gibt es einen schönen Tag, wo du so doof bist zu glauben, dass die Bundestagsdrucksachen das Leben widerspiegeln. Dann gibt es einen noch schlimmeren Tag, das ist der, an dem du aussiehst wie eine Drucksache. Dann schauen sich die Bundestag an, sie werden das entdecken. Aber warum ist er eine so außergewöhnliche politische und journalistische Persönlichkeit? Das hat mehrere Gründe. Er ist ja geboren worden vor 90 Jahren, übrigens unvorstellbar und man sieht es ihnen wirklich überhaupt nicht an. Und viele von uns wären froh, wenn wir auch noch eine Chance hätten, so alt zu werden und dabei geistig so klar zu bleiben wie Sie. Das muss man auch sagen. Er war in der Schweiz als Kind, er musste dann nach Deutschland zurück. Er war, wie die Nazis sagten, ein Mischling ersten Grades. Dann wollte er zu den Alliierten und ist von der Gestapo verhaftet worden. Er hat also Gestapohaft erlebt, und zwar in mehreren Städten. Und dann kam zum Glück der Untergang der Nazi-Diktatur, das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann ist er aufgrund seiner Haltung auch gegen die Nazis in eine Armee eingetreten, und zwar in die französische und wurde Fallschirmjäger für Frankreich im Indochina-Krieg. Ich glaube, dass ihn das in vielfacher Hinsicht geprägt hat. Da ich nie einen Krieg mitgemacht habe und froh bin, dass ich ihn nicht mitmachen musste, habe ich diese Erlebnisse gar nicht, die er hat. Und er weiß, was Krieg kann und er weiß vor allen Dingen, was Krieg nicht kann. Und er weiß auch, was Krieg aus Menschen macht. Auch das ist wichtig und hat ihn geprägt. Und dann hat er studiert, und zwar so vielschichtig, wie das selten der Fall ist. Er hat Philologie studiert. Deshalb spricht und schreibt er so genau und exakt. Er hat Politikwissenschaft studiert, da weiß ich nicht, was das ist übrigens. Also das Wissenschaftliche weiß ich nicht, was Politik ist, weiß ich schon. Aber was da eine Wissenschaft ist, aber das kann er mir noch erklären. Er hat studiert in Mainz und an der Sorbonne, schon eine der berühmtesten Universitäten. Und er hat dann Arabistik studiert und er hat Islamkunde studiert, und zwar in Beirut. Es ist etwas völlig anderes, ob Sie so etwas in Paris oder in Berlin studieren oder ob Sie es in Beirut studieren, weil Sie dann auch noch von dem entsprechenden Leben umgeben sind. Und dann ist hier jemand, der alle Facetten des Journalismus kennengelernt hat.
Die meisten von Ihnen werden gar nicht wissen, er war auch mal Regierungssprecher unter Ministerpräsident Hoffmann im Saarland. Ich meine, das war 1954 bis 1956, ist schon eine Weile her. Aber er hat für die ARD gearbeitet, er hat für das ZDF gearbeitet, er hat im Verlag gearbeitet, er hat für Zeitungen gearbeitet und er hatte einen folgenden Stil. Wenn er aus einem Land oder über ein Land berichtet hat, hat er sich immer als erstes tief und intensiv mit der Geschichte des Landes beschäftigt. Weil er davon ausgeht, wenn ich die Geschichte nicht kenne, weiß ich überhaupt gar nicht, wie da was zustande gekommen ist, kann es nicht beurteilen und biete nur eine oberflächliche ideologische Bewertung an. Das ist ja das, was wir meistens erleben. Und das Zweite, was er gemacht hat, er hat sich dann mit den Leuten unmittelbar unterhalten, und zwar mit allen Schichten. Er kann mit ganz armen Leuten sprechen, er kann mit ganz reichen Leuten sprechen, er kann mit denen sprechen, die das Sagen haben, er kann mit denen sprechen, die nicht das Sagen haben. Und genau das hat er immer in dieser Breite in jedem Land gemacht. Und dadurch hat er einen Kenntnisstand erreicht, der für einen Journalisten, ich will es mal leichtfertig sagen, ungewöhnlich hoch ist. Und das macht ihn übrigens in allen Talkshows zu überlegen, weil, und das kann er ja gut, er kann ja seinem Nachbarn sagen, dass der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, ohne dass er das so direkt formuliert, sondern das macht er mit einer Handbewegung. Und dann kommt eine kenntnisreiche Aussage und dadurch dominiert er sie. Und zwar nicht durch Lautstärke, nicht dadurch, dass er am meisten redet, wie das andere machen, sondern dadurch, dass wenn er sich äußert, äußert er sich mit Substanz. Und Sie wissen, wie oberflächlich unsere Medien geworden sind. Sie wissen, dass Moderatoren sich ja nicht für Antworten interessieren, sondern für Zeit, für Reihenfolge, wer wie rankommt. Und da bestimmte Klischees bedient werden. Und dafür ist er ungeeignet. Und dass er mit 90 immer noch in Talkshows eingeladen wird, zeigt, dass er eine Rarität ist, die nicht ersetzbar ist. Dem fällt kein anderer dazu ein, wenn du eine andere Sicht haben willst. Kommen wir noch darauf. Die andere Sicht ist das Entscheidende. Ich muss Ihnen erklären, warum Deutschland das ideologischste Land ist. Also ich werde mich korrigieren, vielleicht gibt es noch Schlimmere, die ich nicht kenne. Aber in Europa ist Deutschland mit Sicherheit das ideologischste Land. Ich werde Ihnen das beantworten. Also erstens, die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer versuchen ein gutes Geschäft zu machen. Natürlich auch gut Geld zu verdienen. Nur unsere sind dabei auch noch ideologisch. Das lassen die meisten anderen sein. Also wir haben so eine Erfahrung gesammelt, dass sie das nicht weit bringt. Aber nicht unsere. Und unsere Politiker, und zwar ganz egal, ob ich Konservative nehme oder Mittlere oder Linke, sind alle gleichermaßen ideologisch. Und da er lange in Frankreich gelebt und gearbeitet hat, nicht nur ausgezeichnet Französisch spricht, sondern auch die Mentalität erfasst hat, ist er dort völlig anders. Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Also mal angenommen, ich hätte irgendwo einen linken Stadtrat, das heißt, im Stadtrat hätte die Linke die Mehrheit. Und es gäbe nicht eine Gasse, die nach Bismarck benannt ist. Und ich stellte den kühnen Antrag, doch wenigstens ein Gässchen, naja, so schlimm ist es ja auch noch nicht, doch wenigstens ein Gässchen nach Bismarck zu benennen. Dann kenne ich alle Gegenargumente. Er hat die SPD verboten, er hat drei Kriege geführt und so weiter. Stimmt ja auch alles und deshalb würden sie das abwählen. Das ist ja natürlich sehr verspätet, weil unsere Revolution 1848 gescheitert ist, überhaupt das Deutsche Reich gegründet hat, dass er außerdem immerhin nach die erste gesetzliche Rentenversicherung und Gesundheitsversicherung eingeführt wird. Das reicht dann alles nicht. Also es gibt keine Gasse nach ihm. Dann bin ich in einer Stadt, da gibt es eine absolute Mehrheit der Union. Und ich versuche, eine Straße benennen zu lassen nach Clara Zetkin. Ich bin völlig chancenlos. Und zwar schon, weil es in der KPD war, damit ist alles erledigt. Da war ich ja gar nicht weiter zu reden. Obwohl es eine Frau war, die zum Beispiel folgende seltene Leistung in der Schweiz vollbracht hat. Sie lebte mit Zetkin zusammen, der war 20 Jahre jünger, was in den 20er Jahren auch noch ungewöhnlich war für eine Frau. Und sie hat ihn nie geheiratet und seinen Namen gekriegt. Fragen Sie mich nicht, wie sie das gemacht hat in der Schweiz. Aber irgendwie hat sie das hinbekommen. Und sie hat sich für die Gleichstellung der Geschlechter engagiert. Und sie hat eigentlich eine Rede gehalten, auf die wir alle stolz sein müssten. Im November 32, als das letzte Mal die KPD da reingewählt wurde, und nicht reingewählt wurden sie dann im 33 auch nochmal, aber da kam sie nicht mehr rein. Da war sie die Alterspräsidentin.
Muss sich vorstellen, da saßen die alle schon, Hitler, Göring und so weiter. Und da hat sie eine Eröffnungsrede gegen die Nazis gehalten, aber wirklich, wie der Berliner sagen würde, volle Kante. Und dann war sie kurz emigriert in Moskau, war dort isoliert, hat nicht ein einziges stalinistisches Verbrechen begangen oder so und ist dann gestorben und ist an einer Kremlmauer beerdigt, übrigens genauso wie ein linker Gewerkschafter namens Deckert. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das nur, weil es in den gesamten alten Bundesländern, nur in Stuttgart, eine einzige Straße nach Clara Zetkin gibt, aber die ist dort 46 so benannt worden. Da gab es andere Mehrheitsverhältnisse und seitdem hat es das nie wieder gegeben. Das können wir Deutschen nicht. Wir können nicht eine Toleranz in der Breite ausstrahlen. Das allerdings können die Französinnen und Franzosen. Und es kann Scholatur. Wenn Clara Zetkin und Deckert Franzosen wären, jeder, selbst der konservativste französische Präsident, wäre an der Kremlmauer gewesen und hätte da eine Blume niedergelegt. Noch nie war ein Bundespräsident oder eine Kanzlerin oder ein Kanzler dort. Ich schildere Ihnen das nur, ich mache die Linken gar nicht besser, die sind genauso groß umgekehrt. Das ist etwas, wofür ich immer streite und ich habe in ihm jemanden gefunden, der diese nötige Breite an den Tag legt, diese Toleranz an den Tag legt und sagt, an beiden Personen habe ich was auszusetzen, aber beide sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Geschichte und eigentlich könnten wir mit beiden irgendetwas anfangen und ein Stück stolz auch auf sie sein. Die Franzosen können das. Die stehen zu Jeanne d'Arc und zu Napoleon, zwei höchst unterschiedliche Persönlichkeiten, wenn ich das mal sagen darf. Aber das macht den auch gar nicht aus. Da haben wir eine ganz andere Seite. Und das habe ich an Ihnen so geschätzt. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich glaube, Sie haben das ein bisschen gelernt, auch in Frankreich. Und dadurch ist es ja anders geworden. Wissen Sie, ich stimme oft mit den Einschätzungen von Peter Scholatour überein. Obwohl er ja kein Linker ist und obwohl er eben nicht ideologisch ist. Er ist geprägt durch Sachkenntnis und durch Geschichtskenntnis. Und danach beurteilt er auch heutige Schritte. Die letzte Diskussion, die wir im Fernsehen hatten, da ging es um Krim, um Russland, um die Tataren, um die Ukraine. Und der Einzige, der von alledem Ahnung hatte, war er. Und der Schulz redete ein blödes Zeug, aber auch so aggressiv schon wieder. Das ist das, was mich am meisten entsetzt. Blöd stört mich nicht, das kenne ich ja. Aber aggressiv muss nicht sein. Das ist doch etwas ganz anderes, was ich dann sozusagen feststelle. Ja, und ich muss Ihnen sagen, da sind Sie wirklich eine Ausnahmefigur. Sie sind eine Besonderheit. Und dann gibt es natürlich schöne Erlebnisse bei Ihnen. Also 1973 hat der Vietcong ihn dann doch mal festgenommen. Eine Weile. Und dann ist er aber glücklicherweise wieder rausgekommen. Das weißt du ja auch nicht, wenn du festgehalten wirst. Ne? Du weißt ja nicht genau, wie das endet. Da passieren ja auch Versehen, gerade bei Kriegen. Und dann ist er wieder rausgekommen und er war Jahre später wieder dort und dann war das ein Puff. Ich will es bloß mal sagen. Aber ob sie daran einen Anteil haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es daraus geworden. Das finde ich schon etwas Besonderes. Und dann ist er ein Journalist, er ist ein Mann geworden in unserer Gesellschaft, der folgende Eigenschaften miteinander verbindet. Er ist völlig unabhängig. Er ist völlig unbestechlich, durch nichts und niemanden diesbezüglich zu erreichen. Er ist unduldsam. Und der Mainstream ist ihm sowas von egal, wie ich das bei keiner anderen Persönlichkeit je erlebt habe. Ein bisschen richtest du dich ja doch immer nach dem Mainstream, Peter Scholatour, nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Das will er auch gar nicht zur Kenntnis nehmen. Schon dadurch erreicht er bei mir wirklich Respekt in jeder Hinsicht. Und dann hat er noch eine Eigenschaft, die ich sehr schön finde, er ist brubbelig. Und dieses Brubbelige, das macht ihn souverän. Wenn er dann immer so klar sagen würde, wissen Sie, Sie bringen das durcheinander, das ist so und so, sondern das wurbelt er dann so dahin, das ist ja sowas von vernichtend, ja. Das gefällt mir sehr. Ich will Ihnen auch sagen, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt wissen, was eine Jugendweihe ist. Also im Westen war das eine Jugendfeier. Im Osten war das eine Jugendweihe. Das Einzige, was komischerweise die DDR erreicht hat in der Gesellschaft, sie hat die Gesellschaften entkirchlicht.
Die Religiosität spielt wirklich eine untergeordnete Rolle, deshalb gibt es die Jugendweihe immer noch. Ich will Ihnen nur meinen heutigen Tag schildern. Also ich habe auf zwei Jugendweihen gesprochen. Ne? Dann bin ich hierher, dann bin ich zum Brandenburger Tor gefahren und habe vor einem Motorclub gesprochen zu den ganzen Sorgen der Kraftfahrer. Und zwar der Berufskraftfahrer. Die standen noch alle da. Musste das Thema wechseln, weil es ja doch keine Jugendweihe war. Jetzt bin ich bei Peter Scholler-Tour, habe mir überlegt, ob ich meine Jugendweihe-Rede halte, aber dann habe ich mir gesagt, Sie merken das. Dann fliege ich nach Hannover, weil ich da auf einer Wahlkundgebung spreche. So kann man auch seinen Sonnabend verbringen, wollte ich nur sagen. Und morgen fahre ich dann nach Dessau, weil ich dort wieder zwei Veranstaltungen habe. Und ich muss Ihnen sagen, der schönste Termin war hier, weil ich habe viele Journalistinnen und Journalisten kennengelernt. Ich habe solche kennengelernt, die mich immer angegriffen, überhaupt nicht mochten, also ihren Hass auch gegen mich ausstrahlen, eine kleine Gruppe, aber die gibt es. Ich habe die kennengelernt, die mich mochten. Ich habe die kennengelernt, die mich fair behandelt haben. Das finde ich alles schon sehr beachtlich, aber einen Journalisten wie Sie habe ich nur einmal erlebt. Von Anfang haben Sie aus unerklärlichen Gründen mich ein bisschen gemocht. Ich Sie auch. Obwohl Sie kein Linker sind. Ich bin ja einer. Vielleicht bin ich nicht so ideologisch geprägt wie die anderen. Das könnte der Unterschied sein. Und ich habe in Ihnen jemanden getroffen mit höchster Sachkenntnis, dem ich das nie übel nehme. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Also ich bin schon ein bisschen neidisch. So, ich würde auch ein paar Dinge gerne besser wissen, als ich sie weiß. Aber ich bin nicht auf Sie neidisch. Sondern ich bin eigentlich stolz darauf, dass es einen so außergewöhnlichen Mann in unserem Land gibt und dass dieses Land sich einfach in jeder Hinsicht aushalten muss. Und wenn das ein Land verdient hat, dann unseres. Ich